zusammen zu Hause, liebe Torhüter, liebe Torhüterinnen, lieber Fabian. Hi, servus. Hallo zusammen. Schön, dass du wieder Zeit hast, um mit uns zu trainieren. Wir haben heute für euch einen ganz, ganz einfachen Übungsaufbau und in die Not macht ja erfinderisch. Von daher wollen wir euch heute zeigen, was man eigentlich alles nur mit zwei Hütchen machen kann. Mhm. Ja? So, wir haben jetzt da einen Haufen Übungen, die ihr nachher zu Hause auch nachmachen könnt. Sei es jetzt in der Tiefgarage oder im Garten irgendwie, wenn der Schnee sich jetzt dann verzogen hat oder auch im eigenen Zimmer. Nicht jede Möglichkeit geht überall, das ist auch klar. Vor allem, wenn ich stressige Nachbarn habe, dann ist natürlich ein Ball gegen die Wand schmeißen nicht so angebracht, aber es geht auch anders. Ja, man kann auch irgendwie den Ball in der Tiefgarage hin und her werfen. So, erste Übung, wir fangen jetzt gleich mal an. Du nimmst den Ball in die Hand, ich stehe gegenüber in diesem kleinen Hütchentor. Hinter mir eine Wand, gegen die ich den Ball nachher prellen darf. Und wir bleiben mal ausgerichtet mit den Zehenspitzen zu unserem Partner vorne stehen. Die Hände sind im Torwartdreieck zusammengefügt, im Schoß liegend. Und wir wollen jetzt erste Runde einfach nur 5-6 Bälle fangen. Also eins, erste Runde, los geht's. Hopp, und schön feste werfen. Hopp, und Nummer 2. Hopp, leicht in die Knie gehen. Nummer 3 und die 4. Hopp, und die 5. Und so weiter, je nachdem. Wenn man noch ein paar Probleme hat beim Fangen, könnte auch ruhig 10 oder 15 draus machen. So zum Reinkommen ist es immer, bietet sich an, mehrere Würfe zu machen. So, erste Übung, super einfach, oder? Gut, dann zweite Übung. Du beginnst mit Aufsetzern. Das heißt, wir spielen die Aufsetzer immer nur mit der einen Hand zurück. Bitte nicht hier hinten, sondern wie beim Tennis schön weiter vorne treffen. Gewicht ist auf der Zehenspitze. Wir fangen an. Rechte Hand, hopp, linke Hand, genau. Ruhig ein bisschen in die Knie gehen. Hopp, tippeln dazwischen, hopp, und den Ball wirklich rausheben. Der Arm ist gestreckt und hebt ihn hoch wie eine Hantel oder wie eine Wasserflasche. Ja, nicht aufdrehen im Ellenbogengelenk. Genau, so, hopp, genau. Ihr könnt dann auch ein kleines Spielchen draus machen und zum Beispiel, warte mal, links und rechts werfen, ohne dass ich es weiß. Ja, oder ihr dreht euch dabei um, springt zurück und seht den Ball, der aufkommt. Beide Möglichkeiten sind drin. Mach mal einfach, ohne dass ich weiß, wohin er kommt. So, also ich weiß es nicht genau. Hopp, das entscheidet dann der Zuspieler. Genau. Oder ich drehe mich einfach um. Der Zuspieler sagt hopp, hopp, genau. Und zurück, hopp, genau. Hopp, hopp. Wichtig ist, der Ball darf nur einmal aufkommen. Ja, so weit, so gut. Auch das eine super einfache Aufgabe. Einhändiges Fangen und zurück. So, zweite Aufgabe. Wir fangen jetzt den Ball als Aufsetzer oder als Wurf. Wir starten mal mit dem Wurf. Ich mach's mal. So, und jetzt drehen wir uns einmal nur in der Hüfte. Die Beine bleiben nach vorne zeigend. Wir drehen uns nur in der Hüfte einmal zu der Wand, werfen den Ball an die Wand, schmeißen ihn zurück, der war ein bisschen fest. So, also hopp, fangen, zurück, aufdrehen, hopp, werfen, linke Hand wirft. Fangen, zurückwerfen und das Ganze können wir zügig machen. Hopp, und auf geht's. Hopp, genau. Schön in der Hüfte rotieren, dass wir auch hier Beweglichkeit wieder im Hüftbereich, im Hüftbeuger bekommen. Das war die falsche Hand, habe ich gewollt. Der Rechtshänder hat wieder gemogelt. Also linke Hand, wenn wir um links drehen, rechte Hand, wenn wir um rechts drehen. Genau, und auf geht's. Je nachdem, wie viel Bock wir haben, desto schneller wird's. Und auf geht's. Hopp, gut. Und komm, hopp, gut, und komm, hopp, gut, und letzter, gut, und so weiter. Mhm. Ja, ihr könnt zu Hause ein kleines Spielchen draus machen. Wie viele schafft ihr in 10 Sekunden? Ja, zählt es zusammen, schreibt es auf, versucht euch zu überbieten beim nächsten Mal. Nehmt die Zeitspanne ein bisschen kürzer, versucht besser zu werden, versucht schneller zu werden und versucht mal, jeden Ball auch wirklich zu fangen, also keinen über den Boden zu mogeln, sondern jeden Ball auch feste dann in den Händen zu halten. Für die nächste Übung tauschen wir. Im Prinzip geht es darum, dass wir den Ball ja normal fangen können, so. Wir können den Ball mit einer Hand fangen, mit der rechten Hand, so. Und mit der linken natürlich auch, ja, das wissen wir jetzt langsam. Wir können aber auch das Ganze torwartspezifischer machen, denn ein Torwart hat ja nicht nur den Ball in der zentralen Position zu fangen oder etwas leicht außerhalb der zentralen Position, sondern manchmal auch einen sehr hohen Ball
oder einen sehr langen Ball. Ja? Das heißt, manchmal, wenn der Ball auf die Seite kommt, können wir nur mit der langen Hand oder mit der oberen Hand den Ball halten. Beides wollen wir jetzt so ein bisschen im Schulterbereich auch erwärmen. Das heißt, auch wenn wir jetzt keine typische Übergreifübung gleich haben, ist es trotzdem eine koordinativ anspruchsvolle Aufgabe. Okay? Das Kommando ist immer, du fängst immer mit einer Hand, okay? Und ich sag dir an, was es für eine Aktion ist. Also gerade ist gerade und Kreuz ist die gekreuzte Hand, die drüber geht. Das heißt, wenn ich nach da werfe und gerade sage, ist es die rechte Hand. Wenn ich nach da werfe und sage Kreuz, ist es die linke Hand. Und so schmeiße ich jetzt eine schöne Batterie an Bällen und du weißt nicht, wann was passiert. Alles klar? Locker bleiben, auf den Zehen schön tibbeln. Genau, wir starten mal. Den ersten sage ich dir an, wir starten hier mit gerade. Alles klar, los geht's. Gerade und hopp, gerade. Aha, und gerade. Gut, und gerade. Hopp, gerade, gerade, gerade. Linke Hand, gerade, hopp, gerade, gut. Und Kreuz, hopp, gut. Kreuz, hopp, gerade, gut. Kreuz, gut. Kreuz, gerade, Kreuz, gerade, Kreuz. Ah, schlecht geworden. Kreuz, gerade, Kreuz, 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 gerade, gerade. Und Feierabend. Ziemlich schwierig. Schwierig, ja. Ja, schwierige Aufgabe. Wir versuchen jetzt mal diese Aufgabe und du spielst immer Bodenpässe zurück. Mhm. Okay? Sowohl mit der Hand, als auch mit der langen Hand. Also die lange Hand immer als Bodenpass zurückspielen. Ja. Alles klar? Gut. Der Zuspieler macht das nicht, weil es immer relativ schwierig ist, den Ball dann genau dorthin zu bringen, wo er sein muss, plus es dauert einfach länger. Ja? Deswegen einfach gerade weiterwerfen. Wir fangen an. Gerade und los geht's. Hopp. Gerade, gut, Kreuz. Jawohl, Kreuz. Mhm. Und Kreuz. Jawohl, und Kreuz. Jawohl, und gerade. Gut, gerade. Jawohl, gerade. Jawohl, Kreuz. Gut, Kreuz. Ja, Kreuz. Gut, Kreuz. Gut, gerade, gut, gerade, jawohl, gerade, und Kreuz, jawohl, Kreuz, gut, Kreuz, gut, Kreuz, gut, gerade, und gerade, genau, sehr gut, ja, wunderbar. So, jetzt muss ich kurz auf meinen Spickzettel schauen, und zwar haben wir, genau, nächste Aufgabe. Um ein bisschen zu schwitzen, ja, können wir Folgendes tun. Ganz einfache Aufgabe. Und zwar, wir haben beide Hütchen hier und wir laufen immer die Hütchen ab. Also das heißt, beziehungsweise wir greifen immer eins ab, machen fünfmal die Seite, fünfmal die Seite und ich bekomme jedes Mal einen geraden Wurf von dir zurück. Okay? Also wir haben einmal hopp und schnell. Hopp, zweimal hopp, dreimal hopp, viermal hopp. Fünfmal, hopp, stopp. So, in der ganzen Bewegung fällt was auf? Ich bück mich nicht nach unten wie beim Pilze suchen, sondern ich lasse meinen Rücken immer ganz, ganz gerade, jedenfalls so gerade es eben geht. Ja? Der Blick ist immer nach vorne zur Aktion, zum Ball. Das heißt, ich drehe mich nicht weg, sondern ich schaue nach vorne und was passt bei meinen, was fällt bei meinen Beinen auf? Ich komme hier rüber und knicke hier schon leicht ein. Welche Position ist es? Flache Bälle. Für den flachen Ball zum Aufnehmen zum Beispiel. Ja? Hat jetzt hier zwar keine große Relevanz, aber Torhüter bewegen sich einfach anders als Feldspieler. Wir müssen von Seite zu Seite eigentlich, ja, wir haben kaum Geschichten, wo wir wirklich nach vorne auch mal rausspringen, es sei denn, es ist das 1 gegen 1. Also wir bewegen uns sowieso eigentlich eher seitlich. Ja? Das heißt, hier nehmen wir diese Bewegung einfach mal mit. Okay? Eins. Und zwei, hopp, und drei, hopp, und vier, hopp, und fünf. Okay, andere Seite, linke Seite ist dran, und runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, letzter, runter, hoch. Alles klar? Mhm. Gut. Schöne Aufgabe. Man kann natürlich diese Aufgabe jetzt mit jeder Grundtechnik kombinieren. Okay? Wir machen jetzt mal vier Bälle. Okay? Und nehmen mal
vier Grundtechniken mit. Also wir nehmen mal den zentralen flachen, den halbhohen flachen, den halbhohen zentralen. Dann nehmen wir den flachen auf die Seite und den halbhohen auf die Seite. Okay? Ja. Gut. Ich mache immer rechts, dann links, dann rechts, dann links. Ja, wenn ich natürlich links runterkomme und der Ball seitlich kommt, das kann man dann schon erkennen. Okay, alles klar. Wir starten mal mit den beiden zentralen, mit dem flachen Ball zuerst. Okay, also das erste ist ein Pass, der bekommt. So, also, hopp, runter. Einmal aufnehmen, fertig. Ja, das dann natürlich immer in der Fünferschleife. Nummer zwei wäre, das haben wir jetzt schon gemacht, hopp, runter, den kennen wir. Kann auch als Aufsetzer gespielt werden. Ja. Nummer 3 wäre, wir gehen hier nach unten, hopp, flacher Ball, umsetzen mit den Händen einmal. Kann auch wieder ein doppelter Ball sein, also spielen, rausspielen, wieder spielen, wieder spielen, wieder. Kann man bis zu 5-6 Mal machen. Ja. Und letzter ist, wir gehen hier rüber, linke Seite stehen, halb hoher Ball und wir plumpsen mit dem Ball nach unten. Okay? Genau. Kreativität hier wieder. Keine Grenzen gesetzt, man könnte jetzt auch völlig ausflippen und sagen, halb hoher Ball, einmal rum, flacher Ball, einmal rum, flacher Ball, einmal rum, halb hoher Ball, je nachdem. Ja, also ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, die wir hier haben. Eine weitere, in der wir schön schwitzen, ist, wir nehmen jetzt mal eine Klopapierrolle oder irgendeinen anderen Gegenstand. Es kann ein Stift sein, es kann eine Kugel sein, es kann, völlig wurscht, was das ist. So, und zwar geht es eigentlich nur darum, dass wir diesen Gegenstand immer von A nach B transportieren und auch wieder zurück. Mhm. Okay? Zwischendrin haben wir aber immer eine kleine Aufgabe. Okay? So, in dem Fall ist es jetzt der erste, das heißt, du legst den Ball auf den Boden. Genau. Hier ist mein Gegenstand und immer wenn ich die Mitte passiere, kriege ich ein Anspiel von dir und spiele den Ball zurück. Mhm. Ganz einfach. Ohne Finte, ohne Trick, einfach nur klatschen lassen. Es ist von der Richtung nach da der rechte Fuß und von der Richtung nach da der linke Fuß. Okay? Wir machen insgesamt 5 Runden oder machen wir 6, dann ist jeder Fuß dreimal dran. Okay? Gegenstand aufheben, wieder aus der Kniebeuge. Bitte nicht hingehen und sagen, ja, bleib so, Leute. Sondern runtergehen, aufheben und dann kommt schon vom Anspieler der Pass. Also ich will hier eigentlich nicht warten, sondern du spielst schon. Wenn ich aufhebe, hochkomme, spielst du schon und ein bisschen fester, ja, natürlich. Ja. Ja, genau. Da muss der Anspieler halt auch ein kleines bisschen mitmachen. Wir können das Ganze auch ein bisschen breiter aufbauen, je nachdem, wie groß eben der Platz auch zur Verfügung ist zu Hause. Ja. Also es geht los, du sagst hopp und dann lege ich los. Hopp. Okay, einmal aufheben, hopp, links spielen. Moment, Moment, Moment. Noch nicht? Okay. So, also hinlegen, okay, neu aufnehmen. Okay, und jetzt geht's los, weiter. Hopp, hopp, gut. Und jetzt, hopp, gut. Hopp, hopp. Boah, du musst warten, bis ich ihn aufgenommen habe. So, und runter geht's. Hopp, hopp, ja. Und weg geht's. Hopp, hopp. So, hopp, hopp. Und weg geht's. Hopp, hopp. Und letzter. Hopp, hopp. Gut, schönes Tempo. Und klatschen lassen. Alles klar? Gut. Wir stellen mal die Klopapierrolle hierher. Jetzt kommt eine kleine Finte mit dazu. Mhm. Ja? Gut. Das heißt, ich bekomme, wenn ich den Gegenstand aufgehoben habe, einen Pass, stopp ihn nach da, wo wir hinwollen, hol ihn mit der Sohle zurück, spiel den Pass mit links und gehe mit dem Gegenstand wieder nach unten. Mhm. Ja? So, du sagst jetzt, ich lasse ihn aber nicht los. Bleibst du? Du sagst beim nächsten Mal, wenn es weiter geht, hopp, solange muss ich in der Hocke bleiben. Ja, der Trainingspartner entscheidet das Tempo. Ja, je nachdem, wenn ich über Weihnachten viel gegessen hatte, bleibe ich etwas länger in der Skihocke. Ansonsten kann man auch immer variieren zwischen langer Zeit und kurzer Zeit. Alles hilft für die Explosivität auch in der Streckerschwinge, Wade, Oberschenkel, Popo. Alles klar. Alles klar? Das heißt, wir machen eine Seite zuerst. Wir machen eine Seite, danach switchen wir auf die andere Seite, okay? Gut, und hopp, genau, und hopp, erster, Sohle, spielen, hopp, ja, hopp, hopp, ja, hopp, hopp, ah,
Ja. Hopp. Ja. Und so weiter. Ja. Keine Torwart-Grundtechnik unbedingt jetzt gerade dabei. Man könnte zum Beispiel auch das Ganze mit Fangen machen. Mhm. Ja. Aber wenn ihr natürlich jetzt nur um Antritt, um Explosivität arbeiten wollt, könnt ihr das wunderbar so verbinden. Ist immer lustiger mit einer Ballaktion am Fuß. Wir können es aber auch natürlich verbinden mit einem Wurf. Mhm. Das geht auch. Wir nehmen eine Variante rein und sagen, Anspiel, lenken, Schussfinte, mhm. Gegenstand ablegen, Ball fangen, Ball rausspielen, in der Hocke warten und wieder neu. Alles klar? Gut, also es beginnt so, du sagst, wann es losgeht. Ja. Moment, hier geht's los, du musst dann werfen immer, ne? Ja. Wenn ich zurückspiele, nimmst du den Ball auf und wirfst dann. Ja. Also hier fange und hier die Aktion. Okay? Ja. Hopp. So, lenken, Schussfinte, spielen, ablegen. Und dann wieder von vorne. Ja, ja. Okay. Hopp. Ja. Alles möglich, auch von beiden Seiten trainieren, Sohlen wenden, Schuss finden, was euch eben einfällt. So, nächste Aufgabe, ich muss wieder ein bisschen spicken. Ah, genau, alles klar. Für die nächste Aufgabe brauche ich dich da unten. Mhm. Und zwar, du gehst in die Grätsche, nimmst den Ball auf, du plumpst aber nicht nach vorne auf die Unterarme. Sondern wir bleiben hier, du spielst den Ball zurück und ich sage immer links oder rechts als nächstes, werf den Ball vor dich und du spielst ihn rechts oder links zurück. Also aufnehmen, zurückrollen und ich werf den Ball sofort und sage links oder rechts. Alles klar. Alles klar? Aufnehmen, einmal hochgehen. Nein, nur halten und zurückrollen. Also geh mal in die Position, das ist dann der Ball, der kommt und so kommt er dann zurück und da... Nicht ranziehen, sondern wirklich nur links oder rechts okay. zurück schieben. Bitte, schmeiß mal her kurz zu mir, bitte nicht zurückspielen wie beim Tennis oder beim Tischtennis, also schlagen, sondern fangen und leicht zurückschieben. Okay? Dann geht es wieder runter. Variiert hier auch in der Grätsche von Knie zu Knie. Mhm. Ja? Genau. Okay. Und es kann losgehen. So. Und schön variieren. Links. Genau. Und nächster. Hopp. Und links. Gut, und rollen, hopp, immer rollen, rechts, gut, und komm, hopp, gut, und links, jawohl, und komm, hopp, und rechts, gut, und komm, hopp, und rechts, gut, und komm, hopp, und Pause mal kurz. So, man sieht jetzt, dadurch, dass ich immer leicht links oder leicht rechts rolle und werfe, dass du ständig im Wechsel bist. Ja, das ist natürlich das, was wir mit einbauen wollen für die Grundtechnik, aufnehmen am Ende. Ja, man sieht jetzt schon, dass dir nur noch das Aufnehmen zur Brust fehlt und die Bewegung nach vorne. Und dann haben wir es schon, wenn der Grundsatz oder der Grundstein es gibt. Ja, nochmal eine Runde. Und auf geht's. Hopp, rollen, links, rollen, hopp, links. Ja, falscher Fuß, hast du gemerkt? Ja. Genau, rechts und rechts bis rüber. Ja, genau. Und komm, hopp, rechts. Gut. Und komm, hopp. Und links. Gut. Und auf geht's. Rechts. Falscher Fuß, genau. Und letzter. Rechts. So, gut. Ausprobieren zu Hause. Dann auch mal, ich kenne es selber, den meckernden Trainingspartner mal machen lassen. Unbedingt. Ja, denn der Trainingspartner neigt oft dazu zu sagen, mach das besser, mach das schneller, mach das schöner. Ja, das sind dann oftmals Mama oder Papa, eigentlich eher die Papas. Deswegen, wenn man mal eine Pause hat und so 10 Stück geschafft hat, das ist ausreichend, das geht ganz schön in die Beine, dann auch ruhig mal switchen. Mhm. Ja, liebe Eltern zu Hause, auch selber dann mal ausprobieren. Genau, so, dann haben wir die nächste Aufgabe und die ist jetzt ein bisschen tricky. Mhm. Das heißt, du nimmst jetzt mal die rechte Hand und legst sie auf dein rechtes Auge. Okay? Mhm. Ganz einfach. So.
Du fängst jetzt mal nur mit der linken Hand. Okay? 5, 6 Bälle, dann ist Wechsel. So. 1, hopp, 2, hopp, 3, hopp, 4, hopp, 5. Wechsel. Andere Seite. 1, hopp, 2, hopp, 3, hopp, 4 und 5. Einfach. Sehr gut. Leg die rechte Hand aufs linke Auge und fang links. Nein, links gerade. Ja. Und los geht's. Hopp, 1, 2, 3, 4, 5. Bisschen schwieriger, oder? Ist auf jeden Fall schwieriger. Okay. Ja. Links da drauf. 1, hopp, 2, hopp, 3, hopp, 4, hopp, 5. Je länger ich spiele, umso leichter wird's. Das Auge stellt sich natürlich immer darauf ein, dass im Prinzip dasselbe Ereignis immer wieder passiert. Ja? So, deswegen verändert die Ereignisse. Okay? Legt wieder gegengleich drauf, also rechte Hand aufs linke Auge. Die linke Hand muss fangen. Okay? Und zwar weiß ich nicht genau, wie der Ball jetzt kommt. Okay? Er kann jetzt so kommen, wie wir es vorhin hatten. Das ist ziemlich einfach. Er kann aber auch so sein. Er kann aber auch da oben sein. Und wir versuchen mal trotzdem, so gut es geht, immer nach vorne zu gucken. Okay. Ja? Also, den ich weiß, jetzt schaut man natürlich immer so und so und so. Man versucht mal, den Blick trotzdem nach vorne zu lassen. Natürlich wirst du das peripher dann nicht sehen, aber du kriegst deine Koordination, im Prinzip das Ansprechen an die Hand, in einen Raum, den du nicht siehst, irgendwann gut gesteuert. Ja. Ja, und kannst dich irgendwann drauf verlassen. Du bekommst ein Gefühl dafür. Ja? Okay, und los geht's. Hopp. Das bist du noch nicht da. Okay, und nochmal. So, also. Hopp. Ja, gut. Geht schon, geht schon. Und 2. Hopp. Gut. Und 3. Hopp. Gut. Und 4. Ja, 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 geht, geht. Komm, super. Und 5. Jawohl. Und hopp. Und komm. Jawohl, und da, gut, und da, jawohl, und hier, ja, und zählen, super, wechseln, andere Hand, anderes Auge, und los geht's, hopp, stark, 1, hopp, gut, hep, hep, ja, sehr gut, gut, jawohl, jawohl, sorry, macht nichts, alles gut. Ja, und letzter. Sehr gut. Super. Also dadurch ist natürlich das Auge nicht nur permanent gefordert, sondern eigentlich viel mehr noch. Nämlich das Zusammenspiel Auge, Kopf, Anspruch an die Hand, diese ganze Verschaltung, diese ganze Auge-Hand-Koordination ist dafür wichtig. Eine letzte tricky Aufgabe haben wir dafür noch. Das heißt, linke Hand aufs rechte Auge, rechte Hand wird fangen und du drehst dich mal komplett weg von mir im Oberkörper. So, einmal nach hinten schauen. Bei Hopp kommst du nach vorne schnell, ganz schnell. Das Auge muss wahnsinnig viel arbeiten. Bitte der Trainingspartner nicht sich denken, oh, jetzt schmeiße ich, während er sich umdreht. Das Auge muss sich erstmal auch justieren und das ist am Anfang immer ein bisschen schwieriger. Wenn es besser klappt, geht es schneller. Ja, nochmal umdrehen. So, Hopp. Genau, und weg. Hopp. Jawohl. Hopp. Gut. Hopp. Jawohl, wechseln, Auge wechseln, ja. Jawohl, hopp, hopp, gut, hopp, ja super, hopp und hopp, passt, stopp, sehr gut. Okay, dann haben wir noch eine letzte Aufgabe und zwar hatten wir, genau, eine für den Fuß und auch hier können wir im Prinzip wieder fußballerische Techniken und Fangübungen reinbasteln, dann sind wir auch fertig. Das Ganze geht so los. Du wirfst den Ball zu mir, ich fange ihn ganz einfach. So, fangen, hier rüber. Jetzt kriege ich den Ball auf die Brust geworfen. Ja, schmeiß mal her. Und ich lenke den Ball mit der Brust in diese Richtung, nicht in diese Richtung, entschuldige, sondern hier nach oben und stopp den Ball jetzt Dropkick mit dem rechten Fuß hier nach drüben, ja. Wenn der Ball am Hütchen angekommen ist, ziehen, Fußwechsel, spielen, Rückpass zurück, gerader Ball zum Aufnehmen, okay? So, alles klar. Und los geht's, erster Ball ist fangen, hopp, hier gehe ich her, bisschen weiter weg,
annehmen, Dropkick, ziehen, Fußwechsel, spielen und auf geht's nach vorne. Ja? Lasst euch hier wirklich, gerade in engen Räumen, im Kinderzimmer, im Wohnzimmer, lasst den Ball echt nochmal lieber plumpsen, fühlt euch dabei sicher. Es ist nicht wichtig, dass ihr annehmen und Dropkick und ab geht's. Mhm. Auch passieren dann kleine Fehlerchen und der Ball rumpelt in die Vitrine rein. Das wollen wir nicht, sondern wir machen gleich die zweite Aufgabe nochmal. Hopp, sehr gut. Da gehen wir her, also annehmen, hopp, einmal prallen, hopp, Dropkick weg, ziehen, Fußwechsel, schönes langsames Tempo und nach vorne. Okay, nochmal und los geht's. Hopp, erster, hier gehe ich hier, annehmen, Dropkick, ziehen, Fußwechsel, spielen und aufnehmen. Ja, mhm. Auch hier können wir wieder variieren, aufnehmen oder seitlicher Ball auf die Seite, halb hoher Ball auf die Seite. Auch von hier den Dropkick üben, Brust annehmen, Dropkick links. Hier die Starttricks von mir ist auch mal variieren, ziehen, Fußwechsel hat man jetzt schon. Ziehen zurück, linker Fuß spielen, arbeitet mit Schusswinden, mit Sohlenwänden und mit Standtricks. Und lasst euch hier für den zweiten Ball einfach was einfallen. Gerade flacher Ball, seitlich flach, seitlich halb hoch. Wie auch immer. Zwei Hütchen, ein Ball, ein Trainingspartner und wir haben eine mega Trainingseinheit. Ja? Ausprobieren zu Hause, schickt uns auch mal eure Erfahrungen durch. Ja? Schickt uns ein Video, verlinkt uns bei MFS-Fußballtraining oder schickt uns ein Video einfach mal per E-Mail, dann können wir darauf auch antworten und gerne das auch mal kommentieren. Ja? Vielen Dank, Fabi, für die Zeit. Vielen Dank euch fürs Einschalten. Bleibt fleißig, bleibt am Ball. Vor allem bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.